It's like a kiss from an angel when I see you walking in that door. I've been blessed when a stranger came along for me to adore. Ja, ihr seht mich wieder. Nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich aus den Tiefen des Verschwundenseins wieder aufgetaucht, sozusagen. Ja, und es ist ein bisschen viel passiert. Wir sind umgezogen und einige von euch haben es bestimmt mitbekommen. Ich bin wieder schwanger. Und davon wollte ich euch heute ein wenig erzählen. Und ja, ich weiß nicht, ob das hier der Endplatz für meine Videos wird, weil ich finde, dass das Licht hier ein bisschen doof ist. Eben war es noch besser, aber jetzt haben sich so dicke Wolken davor die Sonne geschwommen und das ist ein bisschen doof. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich einen Raum, wo ich Videos drehen kann. Und ja, sonst würden die Kinder die ganze Zeit dazwischen laufen und egal. Bevor ich hier weiter drum herum rede, fangen wir einfach an. Und zwar wollte ich euch mal meine erneute Schwangerschaft erzählen. Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. So, anfangen wollen wir beim Thema Kinderwunsch, obwohl es zu diesem Thema gar nicht so viel zu erzählen gibt. Und zwar, der Kinderwunsch war nach wie vor da, nach unserem Krümelchen, was wir ja leider gehen lassen mussten in der 6. Woche. Geplant haben wir das eigentlich gar nicht so wirklich. Also, uns war klar, dass wir noch ein Baby möchten, aber wann, ja, war jetzt nicht so, ja, war einfach noch offen. Und ich glaube, Ende Mai, Anfang Juni haben wir aufgehört zu verhüten und ja, jetzt hat es ja dann auch endlich geklappt. Festgestellt habe ich das in Woche 4 und von der möchte ich euch jetzt berichten. Also von 4 plus 0 bis 5 plus 0. Und zwar war das echt eine freakige Geschichte, weil ich war 3 Tage überfällig und ich dachte einfach nur, mein Körper möchte mich irgendwie verarschen, sozusagen. Weil an dem Tag, als ich meine Regel hätte bekommen sollen, hatte ich leichte Blutungen und ich dachte, okay, habe ich mir noch gar nichts dabei gedacht. Da wir es ja, wie gesagt, nicht wirklich drauf angelegt haben, also wir haben schon drauf angelegt, ein Kind zu bekommen, aber wir haben es jetzt nicht auf Biegen und Brechen so gemacht, dass es jetzt unbedingt passieren musste. Also ich habe jetzt auch keinen, meinen Zyklus habe ich nicht wirklich verfolgt. Und ich hatte auch keine Ovulationstests, mit denen ich das irgendwie geprüft habe, wann meine fruchtbaren Tage sind oder so. Also das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich hatte eine App und die hatte ich eigentlich auch nur wegen meiner Regel, so um das so ein bisschen, um die Regel einfach ein bisschen zu verfolgen, ob das eben regelmäßig ist oder nicht. Und ja, da die halt auf einmal ausgeblieben ist, wollte ich einfach da ein bisschen Buch drüber führen. Und ja, die App hatte halt auch, diese fruchtbaren Tage hat sie schon angezeigt. Und klar, dass man da nichts unversucht lässt und die natürlich auch mit genutzt hat. Ne? Ja, genau. Und am Tag, als ich meine Regel bekommen hätte sollen, wie gesagt, hatte ich halt leichte Blutung. Und die haben dann aber am nächsten Tag aufgehört. Und ich dachte so, ach nee, fängt das wieder an. Und wieder nichts. Und bleibt es jetzt wieder einen Monat aus und wieder zum Frauenarzt und nachschauen lassen. Und bin ich jetzt krank oder... Ja, war alles ein bisschen doof. Und ja, dann... Irgendwann war ich dann 3 Tage drüber. Das war dann am 8.8. Und wir waren einkaufen, ich weiß gar nicht. Und ich habe immer noch auf meine Regel gewartet, es kam nichts. Und
Ich sagte dann irgendwann zu meinem Freund, ja, jetzt gehe ich einfach zu Rossmann und hole mir so einen blöden Billigtest und mache den jetzt einfach. Also auch nicht irgendwie mit Morgenurin oder sonst was. Ich habe den dann einfach, ja, wir sind nach Hause gefahren und habe ich den gemacht. Und erst dachte ich, der wäre negativ, weil überhaupt gar kein zweiter Strich kam oder ich habe den nicht direkt gesehen. Ich meine, bei den Billigtests dauert es ja sowieso, glaube ich, ein bisschen länger, bis die was anzeigen. Ja, und dann war er doch positiv. Und ich war so geschockt und natürlich habe ich mich gefreut, aber trotzdem war ich geschockt. Das wirft erstmal alles durcheinander. Es ist ja klar, dass das erstmal so, oh. Also egal, wie oft man das schon durchgemacht hat, ob das das erste Kind ist oder egal, das wievielte Kind, das ist immer erstmal so ein, die Gefühle von Achterbahn und ja, das ist, war seltsam, aber ein schönes Gefühl. Ja, und dann habe ich meinen Freund gerufen und der konnte sich das schon denken. Ich weiß, ich hätte mir auch eine witzigere oder schönere Methode einfallen lassen können, es ihm zu sagen. Aber ja, ich habe ihn einfach ins Bad gerufen, habe ihm den Test gezeigt und er meinte, nö, der ist negativ. Er hat es irgendwie nicht richtig gesehen. Ja, und so habe ich das dann 3 Tage hintereinander getestet mit Morgenurin und, nee, nicht 3 Tage hintereinander, ich habe es alle zwei Tage getestet, aber dreimal waren es, genau. Ja, und die würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. So, nicht wundern, meine Schrift ist grauenvoll. Den ersten habe ich ja gemacht, wie gesagt, am 8.8. Das war kein Morgenurin. Das war der hier. Dann der zweite war am 10.8. mit Morgenurin. Und dann am 12.8. auch mit Morgenurin und der war schon auch schon sehr stark. Und einen habe ich ja mit euch zusammen gemacht und das war der am 10.8. Und jo. So weit, so gut, so verstrich die 4. Woche. Und ja, mir ging es auch eigentlich ganz gut. Immer weiter fleißig Tests gemacht. Und dann kam die 5. Woche. Die ging bei mir vom 15.8. Ach nee, bei der 4. Woche habe ich noch was vergessen. Ne? Seht ihr? Genau, meine Symptome in der 4. Woche waren, ich hatte leichte Übelkeit schon und ein leichtes Ziehen immer am Bauch, so eine Art ein Regelschmerz, also als ob die Regel kommen würde wollen, aber sie kam halt eben nicht. Ja, und die Übelkeit hatte ich immer morgens, aber die hielt sich noch in Grenzen. Ich hatte auch ein leichtes Völlegefühl oder beziehungsweise ein schnelles Völlegefühl. Also ich konnte gar nicht mehr so viel essen. Und mein Essenshit in der 4. Schwangerschaftswoche war ein Eis, weil es war total warm. Ich habe total gerne Wassereis gegessen. Chinesisches Essen. Ich habe unheimlich gerne Pepsi getrunken. Ich weiß, man soll es nicht, aber ich habe es auch nicht übertrieben. Und ich habe unheimlich gerne Würstchen gegessen. Ich hatte auch Stimmungsschwankungen gehabt. Ja, die kamen leider auch. Und dann hatte ich meinen ersten Frauenarzttermin am 13.8. Man konnte leider noch nichts sehen im Ultraschall, außer so eine ganz kleine Mini-Fruchthöhle. Und die war aber auch normal entwickelt. Mein Blutdruck war zu dem Zeitpunkt 140:80. Dann wurde mir noch Urin abgenommen. Und der Urin war, da wurde halt nochmal ein Schwangerschaftstest gemacht und der war halt auch positiv.
Ja, und ansonsten, wie gesagt, konnte man eigentlich bei diesem Ultraschall, wie gesagt, noch nicht so viel sehen. Also ist halt noch sehr früh in der vierten Woche, da kann man einfach noch nicht so viel sehen. Aber ich kann euch ja mal das Ultraschallbild zeigen. Und zwar ist das das hier. Und da seht ihr hier diesen kleinen, diese kleine Fruchthöhle. Und mehr ist es eigentlich auch nicht. Es war einfach eine kleine Fruchthöhle. Ich hatte 3 oder 4 Zysten, die auch nicht gerade klein waren. Das ist halt, war noch sehr auffällig. Ja, am Abend dann, also als wir dann zu Hause waren, habe ich anscheinend auch das Abendessen nicht wirklich vertragen, weil ich hatte unheimliche Magenschmerzen bekommen und konnte dann in der Nacht nicht gut schlafen, weil ich irgendwie Herzrasen hatte und Atemnot. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Es muss mir so auf den Magen geschlagen haben, dass es echt, ja, nicht so toll war. Ja, ja, so verging die vierte Woche. Und die fünfte Woche ging bei mir bis zum, also von 5 plus 0 bis 6 plus 0. Die ging bei mir vom 15.8. bis zum 22.8. Ja, da ist auch nicht viel passiert. Ich hatte immer mal wieder Stimmungsschwankungen, leichte Übelkeit morgens. Ich war etwas reizbarer als sonst. Immer mal wieder diese regelartigen Unterleibsschmerzen. Und am Montag, den 17.8., hatte ich extreme Übelkeit. Und da hat es dann angefangen. Ich hatte extreme Abneigung gegen besondere Gerüche. Also ich konnte keinen Zigarettenrauch mehr riechen, wenn draußen irgendwie jemand geraucht hat. Oder bestimmte Essenssachen konnte ich nicht mehr riechen. Ja, ich hatte aber auch unheimlich viel Durst und meine Brüste haben angefangen, etwas weh zu tun. Die haben angefangen zu spannen und ja, es hat immer so ein bisschen gepiekst in der Brust. Ja, am Mittwoch, den 19.8. hatte ich wieder einen Termin, allerdings bei einer Vertretung. Nee, Quatsch, da hatte ich... So, Quatsch. Da hatte ich noch bei meiner Ärztin, aber das war der letzte Tag, weil sie ist dann in Urlaub gegangen für 3 Wochen. Und ja, da war der Blutdruck viel zu niedrig, was heißt viel zu niedrig, aber schon ein wenig zu niedrig, und zwar 90 zu 40. Und es wurde bei mir ein Eisenmangel festgestellt und dann habe ich ein Präparat bekommen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Ich habe die Tabletten jetzt auch nicht hier. Ja. Ich hatte, wie, ja, genau, Blasennieren. Ich musste viel Tee trinken. Und ja, so habe ich das dann halt auch im Griff bekommen. Ich hatte, ja, von der Blasennieren. Entzündung habe ich gar nichts erzählt. Die hatte ich nämlich, die wurde bei mir festgestellt, aber ich habe sie gar nicht gemerkt. Und deswegen habe ich dann viel Tee getrunken und ein Präparat bekommen. Auch noch halt für die Blase. Und ja, ich glaube, das war sogar Antibiotika. Aber dieses Antibiotika durfte man nehmen während der Schwangerschaft. Ja, und so haben wir das dann in den Griff bekommen. Abneigung gegen verschiedenes Essen, Albträume hatte ich dann irgendwie auch in dieser Woche. Ich war sehr müde und ja, den nächsten Frauenarztbesuch hatte ich dann am 10.9., aber das gehört ja nicht zu dieser Woche. Allerdings habe ich ich habe heute echt Sprachprobleme, bei diesem Besuch wieder ein Ultraschallbild bekommen. Und zwar, da muss ich jetzt gerade mal gucken. Nee, da habe ich kein Ultraschallbild bekommen. Jetzt habe ich euch angelogen. Genau. So. Ja. Dann
kam der Samstag, also mein Frauenarzttermin hatte ich ja am Mittwoch und Donnerstag und Freitag haben wir angefangen, alle Sachen, Möbel etc. hier rüber zu schaffen und klar, man soll nicht so viel machen, aber anscheinend habe ich es doch etwas übertrieben und somit musste ich ins Krankenhaus am Samstagabend, weil ich Blutungen bekommen habe und ja, man konnte halt, wie gesagt, nur die Fruchthöhle sehen und die Ärzte meinten, ja, man muss sich jetzt halt darauf einstellen, dass sich das nicht richtig eingenistet hat und dass es eine Fehlgeburt sein kann und es war sehr aufregend da im Krankenhaus und jeder hat dann irgendwie bekloppt gemacht und ja, ich habe dann Progestan verschrieben bekommen, beziehungsweise da habe ich noch kein Progestan, Utrogest bekommen. Im Krankenhaus noch und ja, meine ganz normalen Schwangerschaftsvitamine und Magnesium musste ich nehmen und HCG wurde nochmal abgenommen. Ja, und Sonntag durfte ich dann wieder nach Hause. Genau, Sonntag durfte ich wieder nach Hause. Samstagabend bin ich reingegangen. Sonntagabend durfte ich nach Hause. Ja, und der HCG-Wert ist etwas gestiegen. Und der steigt ja eigentlich nur alle 2 Tage an, so richtig. Aber ja, er ist ein bisschen angestiegen. Und ja, also im Ultraschall konnte man dann am nächsten Tag nur so einen ganz kleinen Mini-Punkt sehen. Aber ja, nichts wirklich Richtiges. Und sie meinten dann halt, ja, für die Woche ist es zu wenig, was man sieht. Und ich meinte dann zu den Ärzten, es kann halt sein, dass ich meinen Eisprung verschoben habe, weil ich halt an dem Tag, als ich meine Regel hätte bekommen müssen, weil ich ja Blutungen hatte. Und es kann ja sein, dass es Einnistungsblutungen waren, aber naja, Ärzte halt. Ja, es ging mir dann etwas besser. Die Blutungen haben aufgehört mit dem Utrogest. Also bin ich Sonntag wieder nach Hause. Montag hatte ich dann einen Termin bei dem Vertretungsarzt von meiner Frauenärztin. Genau, was ich vergessen habe, Samstag hat dann schon die 6. Woche begonnen. Und zwar ging die vom 22.08. bis zum 28.08., also von 6 plus 0 bis 7 plus 0. Ja, am Montag war ich dann beim Arzt und ja, der konnte dann auch einen kleinen Punkt sehen. Der hat mich dann auch beruhigt. Und hat gesagt, ich soll mich jetzt mal gar nicht so wild machen und so verrückt machen. Und ja, das wird schon alles werden. Das wird schon alles irgendwie richtig sein. Und wir sollen dem Krümelchen einfach Zeit geben. Ja. Und genau. Ich glaube, ich muss gerade echt mal gucken. Nee, da habe ich noch kein Ultraschallbild bekommen. Wieder nicht. Sondern erst bei dem nächsten Besuch, der auch wieder bei der Vertretung war. Aber er konnte halt, wie gesagt, diesen ganz, 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 ganz kleinen Minipunkt sehen und meinte, ja, ich sollte halt mich ein bisschen ausruhen, nicht mehr so viel machen und Bettruhe und so weiter. Und ja, da habe ich dann Progestan verschrieben bekommen. Die kann man oral sowie vaginal einnehmen. Ja, und das mache ich jetzt immer noch. Und ja, gut. So verstrich eigentlich auch die 6. Woche, weil es ist nicht wirklich viel passiert. Ich hatte wieder Übelkeit und beinahe Erbrechen steht hier. Also ich hätte, glaube ich, fast gebrochen bei manchen Sachen. Ja, ansonsten, ich konnte nicht wirklich einkaufen. Ich konnte nicht mehr mit einkaufen gehen, weil wenn ich durch ein Lebensmittelgeschäft gelaufen bin, dann, und ich die Lebensmittel gesehen habe, wurde mir echt richtig, also speiübel und ich hätte echt brechen können. Das war echt eklig. Ja, dann kam die 7. Woche und ich gucke gerade aus dem Fenster, weil hier Leute langlaufen. Okay, die ging vom
29.8. bis zum 5.9. Genau. Da ist nichts Wirkliches passiert. Außer, wie gesagt, wie halt in den anderen Wochen auch, Übelkeit und am Mittwoch musste ich, also am 2.9. musste ich mich dann erbrechen. Ich habe nichts mehr trinken können, was irgendwie mit Kohlensäure zu tun hatte. Also das war nicht so schön. Und am Donnerstag, den 3.9. hatte ich wieder meinen Frauenarzttermin. Und da konnte man dann einen kleinen Mini-Punkt sehen, also der jetzt natürlich gewachsen war, von dem letzten Besuch bis zum jetzigen dann. Und da konnte man dann ein kleines Herz sehen. Und ich hoffe, man kann das sehen. Hier dieser kleine Streifen hier. Also das hier ist die Fruchthöhle. Das hier. Und das hier. Huch, das da. Da ist das kleine Baby. Also von dem einen Plus bis zum nächsten Plus sozusagen. Und das spiegelt. Ich hoffe, man kann das sehen. Und hier ist es nochmal. Voll süß. Da konnte ich mich echt drüber freuen, weil man konnte endlich einen Herzschlag sehen. Das war so schön. Ja. Und dann, ja, so verstrich dann auch die 7. Woche. Und dann kam die 8. Woche. Die ging vom 5.9. bis zum 12.9. Und ja, da hatte ich auch wieder mit Übelkeit zu kämpfen. Und da hatte ich dann am Donnerstag, am 6. Ich glaube am 10. war das, wenn ich am 10.9. hatte ich meinen Frauenarzttermin und da habe ich wieder einen Ultraschall bekommen bei meiner Frauenärztin dann endlich und ich musste ihr das natürlich erstmal alles erzählen, die ganze Horrorstory mit Blutung und Krankenhaus und ja, war es auch erstmal geschockt, was in der kurzen Zeit alles passieren kann. Ja, man konnte schon ein kleines Baby vermessen von 1,7 cm und es war alles sehr gut gewachsen. Ja, es war zu dem Zeitpunkt, war das Baby 4 Tage zu klein, aber es hatte auch gerade einen Wachstumsschub, was auch die ganze extreme Übelkeit erklären musste. Deswegen, ja. Also es kann einem dadurch sehr übel werden und ja, es hat halt gerade einen Wachstumsschub, deswegen war mir so schlecht. Progestan musste ich weiter einnehmen. Es wurde die Dosis erhöht. 2-mal morgens musste ich diese Tabletten nehmen und 2-mal abends. Den Blutdruck habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben, aber da kann ich gerne mal für euch gucken. Da muss ich gucken. Genau. Da war mein Blutdruck 120 zu 75. Und ich habe über 2 Kilo abgenommen. Mein Gewicht will ich jetzt hier nicht verraten. Ich hatte über 2 Kilo abgenommen. Ja. Und dann zeige ich euch noch schnell das Ultraschallbild von dieser Woche, also ne, von diesem Termin. Und da konnte man schon richtig viel sehen, obwohl ihr da wahrscheinlich eher weniger sehen werdet. Man sieht halt wirklich nur so ein Klößchen. Hier, voll süß. Ich finde das so genial. Da, dieses kleine Klößchen. Ist das nicht süß? Ich finde das voll süß. Ja. Ja, so bin ich glücklich nach Hause gegangen. Herzschlag konnte man auch wieder sehen. Und am Freitag
habe ich mich, also am 11.09. habe ich mich anscheinend so brutal überfressen, dass, weil ich hatte unheimlich Hunger auf Toast, auf getoasteten Toast. Und ich glaube, ich habe 8 Scheiben Toast gegessen, Leute. Ich habe mich so überfressen, dass ich mich dann übergeben musste. Also ich glaube, das war eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später. Ich hatte Magenkrämpfe und habe den halben Tag auf der Couch gelegen und war zu nichts mehr fähig und habe geschlafen bis zum Nachmittag irgendwie. Mein Freund bzw. meine Mama hat dann die Kinder behütet, also hat mir dann ein bisschen geholfen, bis mein Freund von der Arbeit kam und ja. Dann kam der Samstag, die Woche 9 bis Woche 10. Weil ich bin ja jetzt heute in die 10. Woche gekommen. Ja, und deswegen ist es jetzt eigentlich schon brandaktuell sozusagen. Und deswegen kann ich euch jetzt von der letzten Woche erzählen, was da so los war. Und zwar war ich letzte Woche sehr emotional, sehr schnell am Wasser gebaut. Wenn irgendwas nicht so funktioniert hat, habe ich angefangen zu weinen. Das war dann sehr schnell mal der Fall. Ich hatte keine Übelkeit. Ich musste auch nicht brechen. Ich hatte hin und wieder mal so ein Stechen am Unterbauch. Ich war reizbar. Mein Lieblingsessen, auch jetzt noch, mein Favorit, Clementinen. Clementinen. Ich liebe Saures. Das habe ich in der letzten Schwangerschaft bei Tyrone schon gemocht. Und jetzt stehe ich da immer noch total drauf. Säfte, Fruchtsäfte, viel mit ACE und sowas, Tee, ich trinke sehr, sehr gerne Tee und ich stehe auf Suppen, vor allem Rindfleischsuppen, ich stehe auf Suppen, Leute. Ja, ich habe Zeiten, da fühle ich mich irgendwie bis zuweilen sehr unschwanger, weil es mir einfach jetzt viel besser geht. Ja, zwischendurch hatte ich immer mal wieder Schmierblutung gehabt und deswegen war ich auch wieder bei meiner Ärztin an einem Dienstag. Ja, also letzten Dienstag war ich dann bei meiner Ärztin und genau, weil ich halt wieder Blutung bekommen hatte und wollte das halt abklären lassen. Ja, dann hat sie gleich nochmal eine Vorsorge gemacht, obwohl ich eigentlich regulär noch gar keinen Termin gehabt hätte. Ach, ja, und man konnte eine kleine Schmierblutung feststellen, woher die kam, wusste keiner. Ich hatte aber dann auch, keine Zysten mehr und gar nichts. Also die waren weg und das Baby ist wieder gewachsen. Und ich habe wieder ein halbes Kilo, glaube ich, abgenommen. Und diesmal war mein Blutdruck 140 zu 60. Also der war in Ordnung. Ja, und da kann ich euch jetzt auch ein Bild zeigen. Da kann man schon etwas mehr sehen. Ich habe wieder ein Bild bekommen. Ja, ich versuche euch das jetzt mal einfach so zu zeigen, weil, genau, also wenn ihr hier guckt, hier ist wie so ein kleines Ärmchen oder so, hat sie mir gesagt. Und das hier, dieses Runde, also das ist so schwer, das zu zeigen. Das hier ist der Kopf, also hier so geht das so rum. So, und hier, ach, da ist der Bauch und hier sind die kleinen Füßchen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, vielleicht wenn man weiter weg geht, ich weiß nicht. Und hier ist halt nochmal ein Kleinformat, kann man auch wieder ein Herzchen sehen und ja, langsam wird es menschlicher, finde ich. Ja,
Ansonsten ist in dieser Woche, also in der 9. Woche, nicht wirklich viel passiert. Ich hatte viel irgendwie mit dem Magen zu tun. Ich habe irgendwie festgestellt, dass ich einen sehr empfindlichen Magen habe. Also ich muss echt aufpassen mit dem, was ich esse und wie viel ich esse. Ich habe zuweilen sehr gut geschlafen. Ich bin zwar öfters mal aufgewacht, aber ich war trotzdem ausgeruht. Aber ich werde früher müde und ich glaube, ich bin auch schneller erschöpft. Ja, ich hatte an einem Tag auch anhaltende Übelkeit. Also das ging wirklich den ganzen Tag lang so. Und ja, Stimmungsschwankungen. Ja, ansonsten ist nicht wirklich viel passiert. Ich zeige euch jetzt noch ganz schnell den Bauch. Und in meinem nächsten Frauenarzttermin, den habe ich am 24.09., also einen Tag nach meinem Geburtstag um 9 Uhr. 9 Uhr, ich habe gerade undeutlich gesprochen, hatte ich das Gefühl. Und ja, also vom Bauch sieht man noch nichts, eher noch Babyspeck. Und ja, das versuche ich jetzt mal irgendwie zu zeigen. So, das ist mein Bäuchleinchen von der ja, mittlerweile 10. Woche. Ah, ich weiß nicht, ob man so viel erkennen kann. Keine Ahnung, ich versuche das mal irgendwie. Ja, kann ich wirklich viel sehen. Und ja, es ist jetzt auch kein Babybauch, also da ist noch nichts außer ein bisschen Speck, ne? Jo. Aber das kommt noch alles und gut. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und ja, ich versuche jetzt jeden Samstag ein Video hochzuladen, weil ja immer samstags die neue Woche beginnt und ja, ich freue mich, wenn ihr zuschaut und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Ihr könnt mir folgen auf Facebook, Instagram und auf Twitter, obwohl ich da momentan nicht so aktiv bin, aber ich versuche es doch irgendwie einzubringen. Und ihr könnt mich auch da irgendwo abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von den Videos und immer auf dem neuesten Stand sein wollt. Ja, dann könnt ihr mich abonnieren und das ist auch kostenlos. Ja, und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, meine Lieben. It's like a kiss from an angel when I see you walking in that door. I've been blessed when a stranger came along for me to adore.